Servus Leute, heute habe ich ein Zero to Hero Raid für euch, Halloween Edition. Und zwar war ich unterwegs, als es eventmäßig dunkel wurde. Wie ihr vielleicht wisst, escapefromtarkov.com/Halloween, da läuft ein Counter und wenn der 666.666 zeigt, dann werden alle Tag Raids zur Nacht und alle Tag Raids, die man startet, werden für circa eine halbe Stunde als Nachtraid gestartet. Das heißt, da sind dann Leute ohne Night Vision unterwegs, die etwas perplex sind, aber die Raids sind voll und ja, genau das habe ich mir zunutze gemacht und bin dann da mit einer Kette und nur einer Taschenlampe rein. Und das war echt eine gute Atmosphäre, richtig Halloween-mäßig. Ich finde das Event übrigens sehr, sehr gelungen, auch wenn es hier und da ein bisschen nervt mit dem Essen und sonstiges. Aber ich finde es gelungen und gerade in dem Raid zeigt sich da diese Atmosphäre, ne? Zero to Hero, einiges, was man da rausholen konnte und angefangen natürlich bloß mit der Kette und am Ende war dann einiges mehr an Loot da. Aber ich will euch nicht zu viel spoilern, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Ist auch Nacht. Oh shit, ich muss schauen, was ich für einen Effekt habe. Ich muss mir so ein Antitoxin einstecken, sonst kann ich das sofort vergessen. Intellekt plus 6, okay. Wahrscheinlich mit Scav-Toten, Lumumba. Wahrscheinlich alle Tode, so Scavs und alles. Irgendwie so. Schätze ich mal, wird da gezählt. Das heißt, es könnten Kultige da sein, ne? Ja. Das sind Shots, okay. Nicht, dass ich hier wieder wie gestern beschossen wird. Nee, keine Kultisten hier. Seht ihr über... Oh. Ich hoffe, ihr seht was. Hier tackert sich jemand. Hier rechts hat sich jemand getackert. Sein Scheinwerfer, ey. Das Ding geil. Ey, das ist so richtig horrorfilmmäßig. Sagen, macht's spannend. Hm.
Piu, 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 piu. Ey, diese Effekte, wenn's... Blitz ist echt übel. Gar nicht so schlecht. Ah, da wird ein PS geladen. Nee, sogar BP. Okay. Da ist auch BP drin. Ah, der hat schon komplett gelootet. Guter Junge. Nice. Augmentin stecken wir uns mal ein, genau. Morphin. Jawohl. Kommt der Sache näher. Eine Taschenlampe hier dran, das geht ja wohl gar nicht. Jetzt mal ohne Scheiß. Ah, die Taschenlampe von der... Wo habe ich denn die? Moment. Ja, das ist ja geil mit dem Schatten da. Richtig gut. Wie so eine Arcadia ihn begleitet. What the fuck? Ah, die hat auch keine, ne? Schade. Also lieber so. Macht mehr Sinn. Alright. Weiter geht's. Oh, wenn hier irgendwo Kultisten sind, ne? Auf welchen Servern? Gerade bin ich auf EU-Servern. Hatte der keine Rüstung? Moment. War die im Arsch. Ja, der eiskalt keine Rüstung, okay. Oh. Du die Ruhe. Beruhigt euch. Ey, Tarkov ist so ein Horror-Game unter den Bedingungen. Richtig geil. Ich hoffe bloß, ihr seht was auf dem Stream, wenn ich hier so rumlaufe. Dass das nicht einfach bloß schwarzes Bild ist.
Moin, Veganer Boy. Oh Gott. Jawohl. Oh, Taschenlampe von da hinten. Moin, Janis. SVD. Mit Scope ist er. Geiler Typ, ey. Geiler Typ. Ausruf sein Event. Ich freue mich über eine SVD. Oh ja. Mit Scope. Premium. Wir gehen mal in die Dorms. Ja, zum Glück hat er ja was zu essen mit. Ja, das ist richtig. Schauen, was der Timer sagt. Ah, 86.000. Ich weiß nicht, ob wir den heute nochmal auf 666.000 sehen. Oh. Das ist doch Tagilla, oder? Ach du lieber Gott, ich kann ja... Auf jeden Fall ist es Tagilla. Das ist Reshalla. Wieso ist ein Reshalla hier? What? Ich komme hier nicht drüber, ne? Na, ernsthaft, wieso ist ein Reshalla da? Der ist ein bisschen auf Ausflug, ja. Denke auch. Oh ja. Hm. Geil. Die Frage ist, wo sind seine Freunde, ja? Oh boy. Tag auf in der Nacht hat schon was, ne? Ist das geil? Ist das geil? Die liegen da einfach, haben keinen Night Vision, ey. Wenn mein Tag auf keine Zeit mehr auswählen könnte, es wäre der Wahnsinn. Habt ihr die gerade gesehen?
Der zweite sah aus wie ein Busch. Das habe ich auch erst gedacht. Aber ihr seht's, ne? Oben auf einem Hügel liegen. Ganz schlecht. Da hat man so ein, so eine Silhouette. Lieber unten liegen, ist viel besser. Ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwo einer ist, ne? Ich dachte auch erst, der wäre tot. Das hört sich an, ey. Ja. Passt. Geil. Ey, shit. Magnum Buckshot, jetzt hör halt auf, ey. Oh boy. Och, Junge. Ach so. Okay, der konnte mich absolut gar nicht sehen. Welche Map bin ich gerade? Customs, ja. Der konnte mich hier gerade gar nicht sehen. Man darf halt immer bloß ganz kurz seine Taschenlampe anmachen. Ach komm, echt jetzt? Okay. Achso, Moment, wir könnten. Wo ist er denn? Perfekt.
Boss noch in der Ecke, ja. I know. Da fangen schon wieder die Luxusprobleme an beim Zero to Hero, ja. Ich muss ja sagen, Moment, wir sehen echt gut aus, oder? Was denkt ihr? Hat was. Die Maske. Ey, shit. So. Moment. Ich habe halt keine Ahnung, warum Rishala da in der Ecke ist, ganz ehrlich. Keine Nähte, ja, ne? Ah, Zwiebler, das ist so gut wie kein Nachteil. Ich bin selber mit meinem Main-Account Bär, das macht überhaupt keinen Unterschied. Okay. Kann mir mal einer erzählen, wieso Rishala hier alleine in der Ecke hockt? Jetzt mal ernsthaft. Ja, ja, Rishala hier. Moment. Da. Hab ihn hier durch den Schlitz da erschossen. Okay, ich würde sagen, wir gehen raus hier, oder? Ich weiß nicht, wieso der da alleine steht. Ich habe ihn da noch nie gesehen. Besonders, wie kommt er da rüber, ne? Der Shotgun ist zu. Keine Ahnung, wo seine Jungs sind, an der... Oh. Rishala ganz alleine habe ich echt noch nie gesehen an der Stelle. Naja. So ist es. Ist es immer noch dunkel, Duke? Keine Ahnung. Wir testen. Also jetzt gerade war es auch noch dunkel, obwohl es eigentlich schon wieder weiterging. Servus, Leo. So, Leute. Macht mal Hallo YouTube im Chat. Es war doch eine wunderschöne Zero to Hero Halloween Edition, oder? Richtig gut. Also, keine Ahnung. Ich mag es in der Nacht zu spielen. Macht mal alle Hallo YouTube. 1, 2, 3 Kills. Dazu Rishala und ja. Keine Ahnung. Richtig schöne Halloween-Runde.